Läuft, wackelt und dann Luft. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den TSV Meerbusch. 1.722 Besucher sahen den 2:0 Erfolg unseres KFC. Von den anderen Plätzen liegen uns einige Ergebnisse ebenfalls vor. Krai gegen Felbert 3:6, Tour Düsseldorf gegen Hiesfeld 0:2, Rating und Düsseldorf West trennen sich 3:3 unentschieden. In der 67. Minute stand es bei Kronberg-Hilden 3:0, Kapellen unterliegt dem VfL Fischeln 3:4, Hannover-Niedermorntor und Baumberg trennen sich 1:1, ja, und Schonnebeck gewinnt in der 89. Minute 2:1 gegen Schwarz-Weiß Essen. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die hier in der Grotenburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Wolfgang Jeschke, zu meiner rechten KFC-Trainer André Pablak. Leicht gibt es die Getränke, Jeschke. Ich hoffe, Sie haben trotzdem noch Stimme, dass Sie jetzt was zum Spiel heute hier in Hochburg sagen können. Ja, erstmal Glückwunsch an den KFC. War ein aufregendes Spiel. Und ja, ich denke, wir haben die erste große Chance. Ich weiß nicht, wenn der Kasper nicht in den Pfosten trifft, sondern vielleicht reingeht, wird es vielleicht nochmal interessant. Aber letztendlich, denke ich, geht der Sieg schon in Ordnung. Und wir fighten weiter, wir haben noch vier Endspiele. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das so schaffen. Vielen Dank, Wolfgang Jeschke. Ja. André Pavlak hat sich schon gestärkt mit dem üblichen Krefelder und kann jetzt seinen Kommentar abgeben. Ja. Danke Wolfgang auch, danke Fans erstmal, war wieder ein grandioser Abend hier unter Flutlicht, vielen Dank dafür. Das sehr genossen auch und ja, war ein schweres Spiel. Genau, aber wir schauen nicht auf die anderen Plätze nochmal dazu, also wir gucken auf unseren eigenen Ergebnisse und das ist auch, denke ich, das Richtige. Ja, war ein schwieriges Spiel, Wolfgang hat recht, die erste Möglichkeit mit dem Pfostenschuss, klar, wenn das reingeht, nach glaube ich, nicht mal einer Minute, dann hast du natürlich genau das, was du eigentlich nicht haben willst. Ein Abend, der ganz schlecht anfängt und ja, ich habe das immer schon gesagt, bei uns ist sicherlich einmal die personelle Situation, auch die Kraft der einiger Spieler, die gehen so ein bisschen auf Zahnfleisch, ein Problem, andererseits natürlich auch die mentale Geschichte, dass der Kopf viel arbeitet im Moment in diesen Wochen, völlig normal. Deswegen, das ist vielleicht unser größtes Problem. Trotzdem hat die Mannschaft sich nach dem Pfostentreffer, war vielleicht auch kleiner Wachmacher, richtig gut reingearbeitet. Ich glaube, wir hatten eine Vielzahl an guten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Pfosten, Kopfball, Potsdam, der Nachschuss, Wagner, den er riesig hält, der eine Schuss von Schwertfeger, den aus dem Winkel holt. War sicherlich schon möglich, da zwei Tore in der ersten Halbzeit zu erzielen. Sehr gut rausgespielt, das 1:0. Ja, einfach dann vielleicht verpasst, vor der Pause nachzulegen, aber gut, wir wussten auch, zweite Halbzeit, der Gegner wird ein bisschen kommen, wir kriegen mehr Räume, wir wollten längere Bälle hinter die Abwehr spielen, haben wir auch gemacht, viele lange Bälle auf Rankl und Potsdam für den zweiten Ball, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, konnten den Gegner somit vom Tor weghalten, zweite Halbzeit, glaube ich, kaum eine Möglichkeit für Meerbusch und wir im richtigen Moment das 2:0 gemacht, am Ende schade, dass wir nicht den einen oder anderen Konter setzen, Potsdam hat die Riesenmöglichkeit noch zum 3:0. Aber insgesamt muss man sagen, eine solide, gute Leistung, die nicht so einfach ist, muss man sagen, in der jetzigen Phase. Und von daher muss man erstmal das Derby, auch dann die Emotionen, die da drin sind, mitnehmen und bespielen. Und das hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Von daher Glückwunsch ans Team, Glückwunsch an den Verein und an uns alle, dass wir 3 Punkte gesammelt haben. Und jetzt am Wochenende gegen Bocholt, da geht es dann nochmal zu Hause. Wir wollen ungeschlagen bleiben, letzter Heimspiel. Kein Heimspiel verloren dieses Jahr, das soll auch so bleiben. Vielen Dank. André Pavlak, Presse dürfte, glaube ich, keiner aktuell hier sein. Wenn doch, bitte hier schreiben, wenn Sie eine Frage haben. Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit wieder bedanken. Unseren Gästen aus Meerbusch alles Gute für den Abstiegskampf dann. Ja, und ich würde mich freuen, wenn alle am Sonntag hier in die Grotenburg kommen. Ich bringe 3 Leute mit. Wenn ihr alle noch einen mitbringt, dann knacken wir vielleicht die 3.000. Wäre ja schön. Soll ja besser werden. Ne? Bis dahin alles Gute. Tschüss und ciao. Ich darf Zürich.